Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Easter Egg vom roten Wurm machen könnt, Leute. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal diesen Ort finden, wo diese Bilder auf der Wand sind. Und davon gibt es zwei Stück auf der Map. Ich zeige euch mal diese Orte. Location Nummer 1 ist bei der Military Basis hier oben. Und zwar geht ihr einfach in dieses Gebäude rein, durch die Tür oder durchs Fenster. Und dann habt ihr hier den Schreibtisch. Location Nummer 2 ist über Levin Resorts in diesem Gebäude und hierfür müsst ihr auch wieder ins obere Stockwerk. Insgesamt braucht ihr 4 USB-Sticks. Wenn ihr nun davor steht, Leute, seht ihr eine riesen Map und drumherum sind 4 Bilder. Und jedes dieser Bilder zeigt eine bestimmte Location auf der Karte an, wo ihr dann einen USB-Stick herbekommt. Diese Bilder ändern sich jede Runde, doch ich werde euch jetzt alle Locations zeigen, wo die spawnen können. Wenn ihr dieses Foto habt, dann befindet sich der Satellit bei Saravan hier an dieser Stelle. Dann müsst ihr halt mit diesen Rechnern interagieren und die werden euch dann einen USB-Stick droppen. Total braucht ihr halt 4 USB-Sticks. Und jetzt zeige ich euch noch die anderen möglichen Locations. Wenn ihr dann alle 4 USB-Sticks habt, Leute, dann müsst ihr diese Refraktoren finden. Und zwar sind hier dann 4 Refraktoren für jeden USB-Stick einer. Und die sind auch alle beschriftet, wie ihr seht. Zum Beispiel hier steht jetzt drauf Refraktor Alpha und hier müsst ihr den Alpha-USB-Stick reinpacken. Um diesen Ort zu finden, schaut einfach, wo der Ether-Sturm ist. Und irgendwo in der Nähe ist ein Ort, da sind 2 Munitionskisten nebeneinander. Und dort befindet sich der Ort, wo ihr hin müsst. Es werden eine Menge Zombies spawnen, also nehmt lieber Täuschgranaten und Affen mit. Und die Täuschgranaten könnt ihr hier auffüllen, Leute. Und ihr braucht eine Gasmaske, weil ihr im Sturm kämpft. Und wenn diese Gasmaske Schaden erleidet, dann könnt ihr diese auch an der Munitionskiste reparieren, indem ihr einfach eure Munition auffüllt. Nun müsst ihr warten, bis der Sturm kommt und die Refraktoren im Sturm drin sind. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr auch die USB-Sticks in die Refraktoren einlegen. Bei mir im Spiel hatten das meine Mates. Wir haben das dann so gemacht, dass jeder zu einem gegangen ist und sobald der Sturm da war, konnten wir die einlegen. Ich habe jetzt nichts im Rucksack mitgenommen. Ich habe lieber andere Items mitgenommen, zum Beispiel Decoys und Affen habe ich dabei. Und die anderen Jungs haben jeweils einen USB-Stick. Und sobald ihr alle 4 USB-Sticks platziert habt, spawnt dann nach kurzer Zeit der Riesenwurm. Der hat dieselben Attacken wie der andere Wurm von der Shepard-Mission und ihr müsst halt auf die roten Flächen des Wurms schießen. Wenn ihr abwechselnd eure Täuschgranaten und Affen wirft, dann habt ihr genug Zeit, um auf ihn drauf zu sprayen und ihn dann irgendwann auch schneller zu legen. Wenn ihr ihn dann besiegt habt, dann wird der normalen Loot fallen lassen
und es wird auch ein Belohnungsrespawn. Und hier habt ihr jedes Mal einen zufälligen neuen Bauplan. Bei mir war es diesmal der Versenger. Und wenn ihr das öfter macht und irgendwas bekommt, was ihr schon habt, dann könnt ihr auch untereinander tauschen, Leute. Und wenn ihr jetzt exfiltrieren wollt, müsst ihr nicht zum Heli laufen oder zu einem Exfiltrationsort, sondern ihr spawnt ein Portal hier und mit diesem Portal könnt ihr dann auch exfiltrieren. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.